Damit kommen wir zum Top 8 der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Stärkung von Investitionen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch ein Wohnrauminvestitionsprogramm, Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz WIPG, Drucksache 19 aus 19 zu 6157 aus 19. Berichterstatter ist Herr Kasper. Wir bitten um Berichterstattung. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Enthaltung der SPD, der LINKEN und der FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke, Herr Kasper, für die Berichterstattung. Hierzu rufe ich auf einen Änderungsantrag der Fraktion der SPD mit der Drucksache 19 aus 19 und eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Lenders für die FDP-Fraktion gemeldet. Meine Damen und Herren, in der Tat, das Thema Wohnungsbau ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Es bedarf bis 2040 in Hessen rund 520.000 neue Wohnungen. Die Antwort der Landesregierung ist aber immer die gleiche. Neue Förderprogramme, zinsverbindliche Darlehen, kommunale Investitionen. Meine Damen und Herren, eigentlich sagen Sie es ja selber oft genug, Geld ist nicht das Problem. Zinsen sind nicht das Problem, die Hürden liegen ganz woanders. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Marktwirtschaft im Wohnungsbau, ein Staat, der die Dinge unnötig kompliziert macht. Darf sich nicht wundern, wenn nichts mehr passiert. Kaum ein Lebensbereich wurde in den letzten Jahren so stark reguliert wie der Wohnungsbau. Die Folge ist, die Kosten steigen weiter, und es wird zu wenig gebaut. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren sind sogar die Anträge oder die Baugenehmigungen sogar gesunken. Da konnte sich Hessen eine ganze Zeit auch noch von abkoppeln von diesem Trend. Aber der hat nun jetzt auch in Hessen eingesetzt. In den ersten zwei Monaten sind auch hier die Bauanträge weniger geworden. Es wird weniger gebaut. Und, meine Damen und Herren, die Landesregierung hat ja jetzt auch noch zu Instrumenten gegriffen, wie bei der Nassauischen Heimstätte, dass man jetzt den Anstieg der Mieten um 1% deckeln will. Ich glaube, es kommt ja jetzt beinahe einer Bankrotterklärung, vor allen Dingen einer CDU gleich, die die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft komplett außer Kraft setzt. Meine Damen und Herren, so sehr wie mich das ja freut für die Mieterinnen und Mieter der Nassauischen Heimstätte, aber dass Sie dem Unternehmen damit auch die Investitionskraft nehmen, dass es dazu führt, dass auch die Nassauische Heimstätte über kurz oder lang weniger bauen kann und auch weniger Wohnungen zur Verfügung stellen kann, damit sich das Problem mal entschärft, meine Damen und Herren, das ist eigentlich das Einmaleins der Marktwirtschaft. Und da hat die CDU nichts mehr für übrig. Das ist genauso, als hätten Sie die Hände hochgerissen und gesagt, also, liebe Leute, ich weiß auch nicht mehr weiter. Wir haben jetzt verlorene Zuschüsse gegeben bei dem eigenen Unternehmen. Da deckeln wir jetzt den Anstieg der Mieten. Das machen wir per Order die Mufti von Politik her. Das war eher Aktionismus des Ministerpräsidenten, als dass es irgendetwas damit zu tun hat, das Problem wirklich anzugehen. Ich glaube, meine Damen und Herren, es wäre gut, wenn wir wirklich einfach wieder mehr Angebot schaffen, wenn wir die Entstehungskosten senken. Für die Entstehungskosten oder zu den Entstehungskosten gehört auch die Grundsteuer. Und es wäre vernünftig, dass wir bei der Grundsteuer endlich wieder eine Deckelung erfahren, dass sie sich nicht permanent auch in den Mietkosten nachher wiederfindet. Übrigens ganz interessant, ich habe gestern einmal ein Gespräch gehabt mit dem Hessischen Handelsverband. Das betrifft ja längst nicht nur die Mieterinnen und Mieter. Für die ist es schon lange ein Problem. Aber wir kriegen auch zunehmendes Problem, so wie Sie die Steuerpolitik anlegen.
für die Gewerbetreibenden in den Innenstädten, die das auch nicht mehr bezahlen können und sozusagen auch ihr Standort, der Handelsstandort Innenstadt von ihnen zusätzlich gefährdet wird. Meine Damen und Herren, wir werden nicht drum herum kommen, wir werden neuen Wohnraum schaffen müssen. Und es wäre gut, wenn wir endlich in der Landesentwicklungsplanung dem Wohnraum, dem Bau von neuen Wohngebieten auch mal wieder Platz einräumen würden. Die Baulandoffensive, meine Damen und Herren, das war ja herzallerliebst bei der letzten Beiratssitzung, wurde uns erklärt, dass jetzt die Baulandoffensive das Seelenheil und das Problem jetzt lösen wird. Meine Damen und Herren, es hat diese Baulandoffensive mit der Nassauischen Heimstätte es doch tatsächlich geschafft, seit anderthalb Jahren nichts anderes zu machen, als sich selber damit zu beschäftigen, wie diese Gesellschaft organisiert und strukturiert ist. Meine Damen und Herren, es ist noch nicht ein Baugrundstück mit dieser Baulandoffensive geschaffen worden. Nicht ein Bauland, nicht ein Baugrundstück. Und meine Damen und Herren, was denn? Nein, das ist nicht falsch, Herr Frömmrich. Vielleicht, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie auch Mitglied in dem Beirat sind, habe Sie bis dato da noch nicht wahrgenommen. Aber meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat nichts anderes gemacht, als bestehende funktionierende Strukturen zu zerstören, um dann mit einem bürokratischen Monstrum dahinzustellen und zu sagen, das wird jetzt das Problem lösen. Meine Damen und Herren, und was diese Baulandoffensive auch macht, ist, sie beschäftigen sich permanent nur mit Flächen, Herr Frömmrich, die wir alle schon sozusagen gescannt haben, wo wir alle wissen, da könnte man theoretisch bauen. Es ist nicht ein neues Projekt, nicht ein neues Grundstück dazugekommen, wo man sagen könnte, das könnte vielleicht tatsächlich mal das Problem lösen. Herr Frömmrich, Sie haben mit dieser Baulandoffensive, das ist sozusagen die Bankrotterklärung, das ist die, wirklich die das ist der Offenbarungseid dieser hessischen Landesregierung, was den Wohnungsbau anbelangt. Sie schaffen zusätzliche Belastungen durch die Fehlbelegungsabgabe. Sie gehen nicht hin und setzen sich ein für ein Moratorium und die Evaluierung für die NF. Alle, die in dem Wohnungsbau unterwegs sind, sagen Ihnen, es ist gut. Alles das, was Sie uns da an Vorschriften geben, können wir nicht mehr erwirtschaften. Meine Damen und Herren, es ist die Entstehungskosten einer der großen Probleme. Und damit ist es eben auch relativ schnell zu erklären, warum außerhalb von Frankfurt, vom Rhein-Main-Ballungsraum, jetzt schon einmal überhaupt nichts mehr passiert. Das ist relativ einfach zu erklären, weil das Bauen, das neue Bauen von Wohnungen in Gießen, in Mittelhessen oder in Osthessen von den Entstehungskosten, von den Baukosten eben nur einmal genauso teuer ist wie im Rhein-Main-Gebiet. Aber da können Sie keinen Mietzins von mindestens mal 10 € erreichen. Es ist unwirtschaftlich. Selbst für öffentliche Wohnungsbaugenossenschaften werden Sie es nicht erreichen, dass Sie mit solchen Rahmenbedingungen irgendeine Wohnung bauen. Und solange werden Sie die Mieten nicht senken. Sie werden sie nicht senken. Meine Damen und Herren, solange wir nicht dazu kommen, endlich den Hebel rumzulegen und mehr bauen, ein größeres Angebot schaffen, als die Nachfrage. Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wie wir die Konzentration auf das Rhein-Main-Ballungsgebiet mal etwas wieder entflechten, Probleme wie den ÖPNV, den Individualverkehr in den Zusammenhang bringen mit Wohnen und Arbeiten, solange wir davor die Augen verschließen, wird es sich an dieser Situation nichts ändern. Und die Leidtragenden sind am Ende die Mieterinnen und Mieter. So macht man keine Wohnungsbaupolitik in Hessen. Danke, Herr Lenders. Seitens der Abgeordneten liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor. Ich frage die Landesregierung, ob sie das Wort ergreifen möchte. Jetzt habe ich eine Wortmeldung für die SPD-Fraktion. Erteile ich Herrn Siebel das Wort. Was? Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wohnungsbaupolitische Debatten haben ja immer einen hohen Allgemeinheitsgrad. Deshalb will ich da fortführen. Ich erlebe die Debatten über die Wohnungspolitik in den letzten Jahren so ein bisschen, Frau Kinkel, ich nehme Bezug auf das, was Sie in Ihrer Rede auch schon gebracht haben, so etwas wie dieses Hase- und Igelrennen.
Ich darf dazu das noch einmal kurz erklären. Also, bei dem Hasen- und Igelrennen ist es so, dass der Hase sich etwas arrogant über den krummbeinigen Igel erhebt und sagt, du willst gegen mich ein Wettrennen anstrengen. Da lache ich doch nur. Und dann läuft er ein paar Schritte, und am anderen Ende der Strecke erscheint die Frau des Igels, die ihm sehr ähnlich sieht und sagt, Huhu, ich bin schon da. Und als das 47 Mal passiert ist, dann bricht der Hase völlig entnervt und erschöpft zusammen und gibt auch auf. Was hat das jetzt mit dem Wohnungsbau in Hessen zu tun und hauptsächlich mit Ihrer Hasepolitik und unserer cleveren Igelpolitik? Ich will es an ein paar Beispielen erläutern. In Bezug auf dieses Gesetz hier haben wir einen Vorschlag unterbreitet. Und Frau Hinz, Sie haben, wenn Sie die Anhörung richtig ausgewertet haben, haben Sie gesehen, dass in der Anhörung, sowohl die Kommunen, um die es geht bei diesem Gesetz, als auch die großen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften einen Punkt unterstrichen haben. Und das ist der Punkt, dass ausschließlich ein Bauen im Wohnungsbau auf Darlehensprodukte nicht mehr ausreichend ist. Und deshalb sieht unser Vorschlag vor, dass wir auch einen Anteil Tilgung mit einbauen, sodass tatsächlich der Einstieg in eine direkte Förderung für den sozialen Wohnungsbau und für den Wohnungsbau für mittlere Einkommen geschaffen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein sehr essentieller Punkt, weil diese Landesregierung sich hier seit Jahren dem verweigert und offensichtlich nicht willens und in der Lage ist, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir vor dem Hintergrund des jetzigen Zinsniveaus mit einer ausschließlichen Darlehensförderung nicht mehr zurande kommen. Ich fordere Sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie dort einen anderen Weg einschlagen müssen, weil mit dem Weg, ausschließlich auf Darlehensprodukte zu setzen über die Bank für Wirtschaftsförderung und Infrastruktur, werden Sie nicht die Erfolge erzielen, die wir dringend notwendig haben, um zu mehr Wohnungsbau zu kommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, Sie haben nicht mehr so richtig viel Zeit, aber wenn Sie klug sind, haben Sie wenigstens die Zeit bis zur dritten Lesung, die hiermit beantragt ist, sich noch einmal darüber Gedanken zu machen, diesen Weg einzuschlagen. Sie haben ihn an der einen oder anderen Stelle eingeschlagen. Ich will einmal sagen, wir haben seit vielen, vielen Jahren gefordert, dass im Hessischen Wohnraumfördergesetz Priorität der soziale Wohnungsbau haben soll. Priorität. Das hat die CDU über viele, viele Jahre gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Dieses ist geändert worden, wenigstens, Frau Hinz, unter der Gleichberechtigung von sozialem Wohnungsbau und privater Wohnungsbauförderung. Oder das Beispiel der Mietpreisbegrenzung bei der Nassauischen Heimstätte. Eine Forderung, die die SPD seit vielen, vielen Monaten erhoben hat und die sie jetzt sozusagen in der Not und der Bedrängnis eines drohenden und als anlaufenden Landtagswahlkampfs, dass sie diese Forderung übernommen haben. Und freuen Sie mal, sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen ganz genau, das ist ein richtiger Schritt, das bei der NH zu machen. Aber dann machen Sie es bitte auch bei all den Wohnungsbaugesellschaften, wo wir von der öffentlichen Hand her Einfluss drauf haben. Ein drittes Beispiel. Seit Jahren sagen wir Ihnen, dass die Wohnraumförderung für mittlere und soziale Einkommen eben nur auf Zuschussförderung umgestellt werden muss. Das wollen Sie nicht. Und wir machen jetzt mit unserem Änderungsantrag Ihnen ein Angebot, dieses Einsehen in einen Gesetzentwurf umzusetzen, weil es richtig ist, weil es notwendig ist, vor dem Hintergrund der Herausforderungen. Wir brauchen echte Fördermittel, um im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms für den Wohnungsbau voranzukommen. Sie stocken nur die Darlehensmittel auf. Wir wollen richtige Förderung. Und ich sage es Ihnen noch einmal. Die Kommunalen Spitzenverbände, der VdW, genau die haben das unterstrichen. Und die haben im Gegencheck mit unserem Gesetzentwurf, den ich natürlich auch noch einmal von den Fachleuten gegenprüfen lasse, haben die gesagt, super, mach das. Vielleicht gibt es ja eine Einsicht bei der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Hintergrund für die Initiative ist die Situation, ich sagte es schon, auf dem Zinsmarkt. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kommunen,
die jetzt initiativ geworden sind, die arbeiten mit direkter Förderung, wie beispielsweise angefangen von Erich Pieper im Main-Kinzig-Kreis. Dort wird Wohnungsbau mit kommunalen Zuschüssen unterstützt. Nur ich sehe es nicht, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen hier irgendeine Einsicht in die Notwendigkeit hat, das zu tun, was notwendig ist, zu tun. Wir wollen jährlich 10 Millionen € an Tilgungszuschuss zur Verfügung stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist immerhin so viel Geld, wie die Landesregierung zurzeit jährlich an echten Landesmitteln für den Wohnungsbau zur Verfügung steht. Aber ich nehme ja wahr, dass vom Masterplan Wohnen die dicken Reden auch nicht mehr so gehalten werden. Also, Sie haben eingesehen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, nur mit heißer Luft den Wohnungsbau befördern zu wollen. Das ist ja schon einmal etwas. Vielleicht noch einige Beispiele zu dem Hasen und dem Igel. Der Igel sagt, verlängert mal die Bindungsdauer für den sozialen Wohnungsbau. Der Hase sagt, nee, das machen wir nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Boddenberg, schön, dass Sie mir so interessiert zuhören. Sie werden es erleben, wir werden den Weg gehen, dass wir die Bindungsdauer für Sozialwohnungen verlängern. Weil das ist nicht vernünftig, was in Ihrem Wohnraumfördergesetz drinsteht. Das wird geändert werden müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie verweigern sich, die CDU vorneweg, seit Jahren die Einkommensbrenngrenzen für den sozialen Wohnungsbau zu erhöhen. Ich war jetzt wieder auf einer Podiumsdiskussion in Frankfurt gewesen, da ist das noch einmal unterstrichen worden. Und wir haben Ihnen in den Gesetzesinitiativen unsererseits vorgeschlagen, dass wir die Einkommensgrenzen sogar regional ausdifferenzieren können, weil das etwas anderes ist in Frankfurt als in Rüsselsheim oder gar in Vogelsberg. Kommen Sie bitte auch zum Schluss, Herr Sieben. Auch diesen Weg werden wir gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt noch viele, viele andere Beispiele. Sie haben den Verantwortlichen für den Wohnungsbau in Ihrer Regierung vornehm gesagt entlassen. Wir haben den Vorschlag gemacht, ein eigenes, fokussiertes Wohnungsbauministerium zu schaffen. Auch das wird irgendwann der Vernunft nach folgen, weil es richtig und vernünftig ist, die Herausforderungen zu wuppen, die wir zu wuppen haben. Ich sehe mit dem, was Sie vorgelegt haben, auch in diesem Gesetz, diese Herausforderungen nicht als angenommen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Siebel. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Förster-Heldmann gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Noch nie ist so viel für den Wohnungsmarkt gemacht worden und für die Wohnungspolitik gemacht worden wie in den letzten Jahren. Und das möchte ich hier einmal ausdrücklich festhalten. Das, was der Masterplan und die vielen anderen Maßnahmen darum herum bewirken als umfassendes Maßnahmenpaket, damit sich alle darin wiederfinden können, auch dieses hat es in dieser Form noch nie gegeben. Und ich bin etwas erstaunt darüber, wie mein geschätzter Kollege Herr Lenders die Sitzung, die Beiratssitzung bei der WI-Bank heute interpretiert. Das macht mich einfach fassungslos, weil nämlich genau das Gegenteil war ja der Fall. Es wurde genauestens dargelegt, wie erfolgreich und wie vielversprechend die Baulandoffensive ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Ministerin dazu auch noch etwas sagen wird. Anreize zu schaffen, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Wohnungspolitik dieser Hessischen Landesregierung, weil es darum geht, Anreize zu schaffen für die Kommunen, verschiedenste Förderprogramme in Angriff und anzunehmen, um ihren ganz speziellen Bedarf, und der ist eben in Hessen nicht überall gleich, um diesen Bedarf zu decken. Da gehört einfach dazu, dass wir eben auch in der Städtebauförderung
Maßnahmen drin haben wie Quartiersplätze, Stadtgrün etc., weil nämlich Wohnen eine soziale Frage ist und eine soziale Frage auch eine ökologische Frage ist. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass dieser Masterplan als aufgesetztes Programm im letzten Jahr das Richtige ist, um die Wohnungswirtschaft und die Wohnungspolitik weiterhin zu befördern. Und ein Teil dessen ist natürlich auch das Wohnungsinvestitionsprogrammgesetz, weil dadurch die 257 Millionen des KIP weiterhin sozusagen in Gesetz gefasst werden und die Verlässlichkeit und die Verbindlichkeit für die Kommunen damit auch deutlich gemacht wird. Die Wohnortwahl darf nicht abhängig vom Einkommen sein. Wohnungspolitik macht nicht Halt an den Rändern der Ballungszentren. Wohnungspolitik hat den Wandel der Gesellschaft im Blick. Und auch bei der Neufassung der HBO haben wir gemerkt, dass Wohnungspolitik auch Flächenpolitik sein muss. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, in ganz wesentlichen Dingen von Teilen hier in der Versammlung, die der Meinung sind, viel hilft viel. Ich glaube, das war früher einmal, sondern es gilt jetzt, die richtigen Anreize zu schaffen, damit man mit dem Wenigen, das vorhanden ist, nämlich Boden ist eine Ressource, Platz in den Innenstädten ist eine Ressource, damit wir damit vernünftig umgehen. Und genau dies wird auch hier getan. Und wenn mein Vorredner, der Vorvorredner gesagt hat, mehr Marktwirtschaft wäre das richtige Mittel, dann tut mir leid, also Herr Lenders, da muss ich jetzt wirklich ein bisschen lachen. Also, weil, wenn die Kosten steigen, dann nicht, weil wir weniger Marktwirtschaft haben, sondern weil wir so wirklich viel bauen. Und egal, wo Sie hinschauen, es wird gebaut. Die Nachfrage ist riesengroß. Und wenn etwas die Kosten beflügelt, dann ist es wohl die Knappheit von Baumaterialien und von Menschen, die das Ganze auch umsetzen können. Ja, und wenn Sie dann weiter abheben, das kann ich mir jetzt echt nicht verkneifen, Handelsstandort Innenstadt fällt auch diesem Programm, also diesem Wohnungsprogramm irgendwie zum Opfer, dann frage ich mich, wo, mit was beschäftigen Sie sich eigentlich? Wie tief dringen Sie in unterschiedliche Probleme ein? Wie sehr ist Ihre Bereitschaft, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen? Und wenn man den Handelsstandort Innenstadt gefährdet sieht, dann gebe ich Ihnen mit dieser Aussage recht. Das hat aber weder etwas mit der Wohnungspolitik noch dieser Wirtschaftspolitik noch mit irgendwas anderem zu tun, sondern mit anderen. Und dann lassen Sie sich von jemandem mal beraten, die 27 Jahre im Einzelhandel gearbeitet hat. Ich bin gerne zum persönlichen Gespräch bereit. Und wir, ja, die 19 Jahre Politikerin, danke Herr Siebel, die kommen noch oben drauf. Also Sie haben dann schon einen geeigneten Gesprächspartner. Zu dem Antrag der SPD möchte ich sagen, das, was ich jetzt gerade geschildert habe, sind Maßnahmen, die werden abgefragt. Im Gegensatz zu dem, was Herr Siebel gerade behauptet wird, wundere ich mich, wenn das stimmen würde, was er sagen würde, würden die Mittel ja nicht abgerufen werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also ein ganz klarer Beweis dafür, dass die Maßnahmen der, also ich sage es mal in Zahlen, die 1,7 Milliarden, die auf 5 Jahre angelegt sind, wo die 257 Millionen Wohnraumförderung auch dazugehören, das wirkt. Und da kann man nicht drum herum reden oder kann man auch nicht dran vorbeireden. Und deswegen lehnen wir den SPD-Antrag ab, weil er sozusagen nicht in dieses Portfolio der Wohnraumförderung und der Wohnungswirtschaft hineinpasst. Vielen Dank. Danke, Frau Förster-Heldmann. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Caspar das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren über ein Gesetz, das
vom Land deswegen gemacht wird, damit die Kommunen bestimmte Baumaßnahmen durchführen können. Und, Herr Kollege Lenders, Sie haben ja hier angefangen, haben über die Wohnungspolitik gesprochen. Kann man alles machen. Sie haben auch über die Nassauische Heimstätte gesprochen. Auch das kann man machen, ist aber nicht Gegenstand dieses Punktes, über den wir sprechen. Weil hier geht es ja konkret um das Wohnrauminvestitionsgesetz. Und was ist der Inhalt des Gesetzes? Es geht darum, dass 257 Millionen € bereitgestellt werden an Darlehensmitteln, die das Land den Kommunen zur Verfügung stellt, und zwar zu null Zins für die ersten 15 Jahre. Das heißt, die Kommunen bekommen das Geld und müssen dafür überhaupt keinen Zins die ersten 15 Jahre zahlen. Was dürfen die Kommunen mit dem Geld machen? Sie dürfen investieren in Wohnungsbau, und zwar sowohl Neubau als auch die Umwandlung von bisherigen gewerblich genutzten Gebäuden oder leerstehenden Gebäuden in Form von dann Wohnungen, die dann bezahlbar sind, die günstig sind, die mietzinsgünstig sind für die Nutzer. Und insoweit ein Programm, mit dem das Land Hessen die Kommunen unterstützt, und zwar zielgerichtet, um günstigen Wohnraum anzubieten, ein sehr gutes Programm. Und deswegen kann ich auch, Herr Siebel, Ihre Ausführungen hierzu relativ wenig verstehen. Also, ich gebe ja zu, soweit Sie über die Fabel und das Märchen mit Igel und Hasen gesprochen haben, das fand ich sehr beeindruckend. Also, von Fabel und Märchen, da verstehen Sie sehr viel. Aber die Ausführungen danach, die sich dann auf die Wohnungspolitik bezogen haben, die haben sich mir jedenfalls nicht erschlossen. Denn das, was Sie gesagt haben, ist ja, es müsse darüber hinaus noch Zuschüsse geben. Nur, man muss natürlich sagen, wenn die Kommunen Darlehensmittel zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie überhaupt keine Zinsen zahlen müssen, dann ist das natürlich schon ein ganz erheblicher Vorteil. Denn die Kommune stellt sich doch immer eine Frage, wenn sie irgendwo investieren will oder etwas unterstützen will, muss sie dafür etwas zahlen oder muss sie dafür nicht zahlen? Und wenn man eben überhaupt keine Zinsen zahlen muss, ist das doch schon ganz ein erheblicher Vorteil. Was Sie dann etwas vermengt haben, ist das Thema sozialer Wohnungsbau. Hier muss ich Ihnen aber sagen, und das ist natürlich der Fall, dass, wenn Sie sozialen Wohnungsbau machen, die Programme des Landes ja bereits vorsehen, dass Sie nicht nur Zinsverbilligungen haben, sondern dass Sie auch Tilgungszuschüsse bekommen. Also das, was Sie hier fordern, wird ja tatsächlich vom Land auch schon angeboten, nämlich dort, wo es gebraucht wird, wenn es darum geht, dass Wohnungsgesellschaften oder Private investieren wollen. Dann haben Sie völlig recht, dann reicht es heute eben nicht, wenn man nur die Zinsen verbilligt, sondern dann würden Tilgungszuschüsse gegeben. Das Programm hier würde ja nur dann bedeuten, eine Finanzierung der Kommunen. Das ist aber nicht notwendig, denn wir haben natürlich viele Instrumente, mit denen das Land die Kommunen finanziell unterstützt. Aber für die Maßnahmen, die im Rahmen dieses Gesetzes vorgesehen sind, nämlich dass die Kommunen auch günstigen Wohnraum schaffen können, wenn sie z. B. alte, stillgelegte Betriebsgebäude oder Ähnliches haben, sowohl für die dauerhafte Nutzung für günstigen Wohnraum als auch um z.B. Flüchtlinge temporär unterbringen zu können, ist das ein Programm, das den Kommunen sehr hilft und was deswegen auch die Kommunen sehnlichst erwarten. Das haben Sie auch in den Anhörungen, in der Anhörung entsprechend ausgeführt. Meine Damen und Herren, natürlich ist es nur ein Baustein in dieser Wohnungspolitik, in den unterschiedlichen Programmen, die hier angeboten werden und die alle dazu beitragen, dass Wohnraum auch in den Ballungsräumen, auch dort, wo er knapp ist, auch denjenigen zur Verfügung steht, die eben nicht kaufkraftstark sind. Und selbstverständlich müssen wir die genauso im Blick haben wie alle anderen auch. Denn Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu setzen,
dass alle Menschen angemessenen Wohnraum finden können. Und hierfür ist dieses Gesetz ein positiver Beitrag und wird von daher von uns unterstützt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich heute auf den Gesetzentwurf beziehen, weil die allgemeine Debatte zur Wohnungspolitik werden wir sicherlich morgen Vormittag intensiver führen. Die Anhörung im Umweltausschuss am 9. Mai hat unsere grundsätzlichen Kritikpunkte an dem vorliegenden Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz bestätigt. Obwohl der Gesetzentwurf von allen Angehörigen grundsätzlich als unstrittig angesehen und als eine Fortsetzung des bestehenden Programms verstanden wird, enthält er einige, wie ich finde, nicht unwesentliche Passagen, die von einer Reihe von Anzuhörenden bemängelt wurden. Sie schaffen mit diesem Gesetz ein weiteres Förderprogramm, das die Kommunen mit Beginn des Jahres 2019 in Anspruch nehmen sollen. Die insgesamt auf damit 6 Jahre verteilt zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 257 Millionen € sollen dabei erneut ausschließlich als Darlehen bereitgestellt werden. Tilgungszuschüsse, die aber bei der derzeitig niedrigen Zinsen ein wichtiges Instrument zum Anreiz für den sozialen Wohnungsbau darstellen würden, sind jedoch nicht enthalten. In der Anhörung sagte dazu Herr Krämer von der Wiesbadener Wohnungsbaugesellschaft, Zitat, im Moment besteht die Schwierigkeit darin, dass die Zinsen relativ niedrig sind und das Land sicherlich nicht bereit ist, negative Zinsen zu bezahlen, wie es die Banken manchmal fordern. Aber vielleicht könnten wir überlegen, ob man analog zu den KfW-Mitteln ergänzend zu den Zinszuschüssen Tilgungszuschüsse gewährt. Das wäre eine Möglichkeit. Dies greift der Änderungsantrag der SPD auf, und das unterstützen wir ausdrücklich. Darüber hinaus ist im Gesetzentwurf lediglich eine Übernahme der Darlehenszinsen für die ersten 15 Jahre durch das Land festgeschrieben. Ab dem 16. Jahr müssen also die Kommunen nicht nur das als Förderprogramm getarnte Darlehen zurückzahlen, sondern sollen zudem auch noch die Zinsen vollständig tragen. Wie ich bereits bei der ersten Lesung sagte, halte ich diese Vorgehensweise für höchst bedenklich. Die CDU-geführte Landesregierung haben seit 1999, wie wir wissen, maßgeblich dazu beigetragen, dass heute gerade noch 85.000 Sozialwohnungen in ganz Hessen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist die Zahl der offiziell bei den Wohnungsämtern registrierten anspruchsberechtigten Haushalte für eine Sozialwohnung auf eine Rekordhöhe von über 51.000 angestiegen. Viele Jahre wurde nicht nur tatenlos dabei zugesehen, wie Jahr für Jahr Tausende von Sozialwohnungen aus der Bindung fielen und die Zahl der neu errichteten Wohneinheiten ständig weiter sank. Es wurden zudem Maßnahmen ergriffen, die diese Entwicklung auch noch förderten. Ich erinnere hierbei an die Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes von 2012, also unter Federführung der FDP, und 2014 unter der Verantwortung der GRÜNEN, wo jeweils die knappen Fördermittel auch für den Bau von Wohneigentum zunächst vorrangig, danach gleichrangig mit dem Bau von Sozialwohnungen gesetzt wurden. Zunehmend wurden die jeweiligen Bindungsfristen für Sozialwohnungen aber immer weiter verkürzt. Auch die kommunalfeindliche Politik, vorwiegend der CDU, hat ihren Beitrag zum Rückgang der Sozialwohnungen geleistet. Unter dem Deckmantel der schwarzen Null und ihrer sogenannten Entschuldungsprogramme wurden in vielen Kommunen die Bautätigkeiten zurückgefahren, und geeignete Flächen und Gebäude wurden und werden zum Ausgleich
der defizitären kommunalen Haushalte meistbietend verkauft. Die Kommunen sollen, so sieht es dieser Gesetzentwurf weitestgehend vor, auf ihren eigenen Kosten diesen fatalen Rückgang an preiswerten Wohnungen jetzt umkehren. Mit anderen Worten, die Kommunen sollen die schlechte Wohnungspolitik der CDU-geführten Landesregierung nun ausbaden. Und das halten wir für nicht in Ordnung. Hinsichtlich der befristeten Übernahme der Darlehenszinsen durch das Land Hessen sagt der Hessenauer vom Hessischen Mieterbund Folgendes. Ich darf zitieren. 15 Jahre Zinsfreiheit sind ganz gut, wobei ich meine, dass es auch eine Tilgungsfreiheit für mehrere Jahre geben müsste. Da haben wir sie wieder. So, das wäre jedenfalls besser und ein kleiner Schritt hin zu einer Zuschussregelung. Aber ab dem 16. Jahr trifft die Kommunen oder die, die das Darlehen zurückzuzahlen haben, die volle Belastung. Zitat Ende. Ebenfalls kritisiert wurde in der Anhörung, dass es keine kontinuierliche dauerhafte Förderung gibt. Zwar verwenden Sie in § 1 des Gesetzes den Begriff von dauerhaftem bezahlbaren Wohnraum, doch glaube ich nicht, dass nach Rückzahlung der Darlehen und einer Übergangsfrist die gebauten Wohnungen dauerhaft als Sozialwohnung erhalten bleiben. Eine solche dauerhafte Lösung, ich sage das schon an anderer Stelle, wie sie in österreichischen Städten, in Wien, in Graz oder Salzburg seit vielen Jahrzehnten praktiziert wird, wäre aber zwingend notwendig, um dem Dilemma der jährlich sinkenden Sozialwohnungsbestandes endlich beizukommen. Wir LINKE sagen, einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung, muss das Motto einer zukunftsgerichteten Wohnungspolitik sein. Aber leider setzt der vorliegende Gesetzentwurf weiterhin die völlig hilf- und planlos wirkende Wohnungspolitik von Schwarz-Grün fort. Dabei begrüßen wir es durchaus, dass die Landesregierung Mittel über 2019 hinaus zur Verfügung stellt. Was anderes wäre bei der Lage auf dem Wohnungsmarkt auch kaum öffentlich vertretbar gewesen. Wir hätten es uns jedoch insbesondere von einem grün geführten Ministerium ein erheblich faireres Angebot an die hessischen Kommunen gewünscht. Diesen nun weiterhin die finanzielle Hauptlast zuzuschieben und lediglich die Zinszahlung der ersten 15 Jahre zu übernehmen, halte ich für unredlich. Und, Frau Förster-Heldmann, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihren Beitrag. Sie haben ja den SPD-Änderungsantrag hinsichtlich der weiteren Zins. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Herr Präsident, ich bin am Schluss. Damit begründet, weil der nicht ins Portfolio passt. Und genau das ist es nämlich auch. Wir erkennen in diesem Gesetz eben keinen Aufbruch zu mehr preiswerten Wohnungen in Hessen. Eher steht er für ein Weiter-so mit der zurückliegenden Förderpolitik. Und das lehnen wir ab. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Wohnungsinvestitionsprogramm stellen wir die finanzielle Unterstützung der Kommunen für bezahlbaren Wohnungsbau weiterhin sicher in Hessen. Und das WIP, wie wir es kurz nennen, ist ein Teil des Masterplans Wohnen mit vielfältigen Förderprogrammen, die in diesem Masterplan enthalten sind. Zum Beispiel unterschiedliche Förderprogramme für sozialen Wohnungsbau, für den Kauf von Belegungsrechten. Die Baulandoffensive ist angesprochen, die sich nicht mit sich selber beschäftigt, sondern mit Machbarkeitsstudien für Kommunen, damit die entsprechende Quartiere zur Baureife bringen. Und ich bin schon erstaunt, Herr Lenders, wenn Sie behaupten, dass
es nachließe mit den Baugenehmigungen, weil irgendwie die Investoren alle so drangsaliert würden. Denn gerade heute gab es eine neue Meldung, dass eine steigende Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland wieder nach oben treibt. Gemessen an dem Vorjahreszeitraum 0,7% mehr, und zwar Mehrfamilienhäuser, was auch richtig ist, weil wir brauchen gerade im Geschosswohnungsbereich die Wohnungen, die dann auch bezahlbarer Wohnraum darstellen und vor allen Dingen im sozialen Wohnungsbau. Wir haben in den Jahren 2016 und 2017 allein für knapp 5.000 Wohneinheiten Fördermittel bereitgestellt, und 1.500 Wohneinheiten entfallen dabei auf das Vorläuferprogramm KIPP. Das heißt, es ist ein begehrtes Programm, gerade für die Kommunen, und es ist ja für diese ausgerichtet. Das ist ja für diese ausgerichtet, und das ist für Kommunen besonders attraktiv, weil im Gegensatz zu den anderen Förderprogrammen keine Finanzierungsbeteiligung der Kommunen gefördert wird. Keine Finanzierungsbeteiligung der Kommunen. Das muss man wissen, wenn man auf der anderen Seite plötzlich Zuschüsse verlangt. Außerdem fördern wir im Vergleich zum normalen Mietwohnungsbau auch den Erwerb von Nichtwohngebäuden durch Kommunen mit dem Ziel der dauerhaften Nutzung als Wohnraum. Und es darf selbstverständlich auch in diesem Programm ein Teil der Wohnungen in bestimmten Gemeinden mit Haushalten mit mittleren Einkommen belegt werden. Also auch hier der sogenannte erste und zweite Förderweg. Und das macht dieses Programm für die Kommunen so besonders attraktiv. Und wir haben ja wegen der besonderen Nachfrage dieses weitere Programm aufgelegt. Wenn die Kommunen alle gesagt hätten, das ist unattraktiv, das wollen wir nicht, dann hätte man es nicht auflegen müssen. Aber im Gegenteil, überall, wo ich hinkomme mit einem Förderbescheid aus dem KIPP, sagen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, bitte fahren Sie das Programm weiter, damit wir weiterhin hiervon profitieren können. Und deswegen halte ich es für ein sinnvolles Programm und für ein gutes Gesetz. Ich will Ihnen zwei Punkte nennen, wie wir das KIPP in die Umsetzung gebracht haben. Einmal in der Metropole in Frankfurt haben wir mit rund 5 Millionen € die Errichtung von 5 Mietwohngebäuden in der Leonardo da Vinci Allee unterstützt. Dort sind 121 Mietwohnungen entstanden, und auch eine integrierte Kindertagesstätte ist dort. Das heißt, es wird auch auf die soziale Infrastruktur geachtet. Und in Grünberg sind mit 1,1 Millionen € 16 Mietwohneinheiten gefördert worden, die alle barrierefrei sind. Und gerade auch in den ländlichen Bereichen wird auf das KIPP zugegriffen und sicher auch auf das WIP künftig. Zu dem Antrag der SPD, dass das Land die Zinsen über die komplette Darlehenslaufzeit übernommen werden soll und dann noch Tilgungszuschüsse von 10 Millionen € jährlich gewährleistet werden sollen, was übrigens einer Gesamttilgung entspricht, und dies auch noch mit einer Ausfallbürgschaft abgesichert werden soll. Ja, also das Land zahlt alles sozusagen, aber die Erträge aus den Mieteinnahmen bleiben beim Investor. Das schlägt ja sogar die Parole, die wir bislang immer kennen von der SPD, darf es mal ein bisschen mehr sein. Diesmal heißt es, darf es alles sein. Meine Damen und Herren, so kann man keine Schwerpunktsetzung im Wohnungsbau betreiben. Und wenn Sie jetzt fordern, dass wir die Bindungen verlängern sollen, die Belegungsbindungen, und dass wir auch
die Tilgungszuschüsse im Programm insgesamt erhöhen sollen für den sozialen Wohnungsbau. Dann kann ich Ihnen nur sagen, dafür muss man das Gesetz nicht ändern, so wie Sie hier vorgetragen haben. Da muss man nur die Richtlinien ändern. Und wie Sie wissen, weil ich schon verkündet habe, werden die Richtlinien gerade geändert. Die Anhörungsfrist ist abgelaufen. Wir werden die Tilgungszuschüsse für sozialen Wohnungsbau erhöhen. Wir werden die Bindungsfristen verlängern. Und das kommt dann zusätzlich zu dem WIP noch dazu. Das heißt, wir haben unterschiedliche Programme für unterschiedliche Zielgruppen. Ich halte das nach wie vor für den richtigen Weg. Und das WIP wird eine sinnvolle Ergänzung bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Als nächstes hat das Wort Herr Kollege Siebel für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Ministerin! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil die Geschichte vom Hase und Igel noch nicht zu Ende erzählt ist, aber auch deshalb, weil wir offensichtlich, Herr Caspar, Frau Ministerin, unterschiedliche Wahrnehmungen von der Anhörung haben. Ich darf Sie mal konfrontieren. Ich darf Sie mal konfrontieren mit der Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes, unterzeichnet von Herrn Dietrich Backhaus, dem Direktor, der da schreibt: Der vorliegende Gesetzentwurf trägt dem Umstand einer fehlenden Zuständigkeit der kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung von Wohnraum nach unserer Einschätzung nicht hinreichend Rechnung. Das vorliegende Förderverfahren ist als Darlehensprogramm der WI-Bank ausgestattet. Und dann weiter unten. Zugleich werden die Kommunen über die Ausgestaltung des Förderprogramms in Form von Darlehen wiederum zur Aufnahme neuer Schulden gezwungen, was die Bestrebung der meisten Kommunen, im Übrigen auch des Landes, Herr Finanzminister, zur Entschuldung der kommunalen Haushalte konterkariert. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte halten wir daher den Beitrag des Landes an der Wohnraumförderung für deutlich zu gering. Und Frau Ministerin Hinz, natürlich muss es so sein, dass, wenn man das so macht, wie wir es vorschlagen, weitere Maßnahmen, über die wir ja auch diskutieren, z. B. die der Mietdeckelung, damit einher und korrespondieren müssen. Dann wird daraus Sinn. Also, ich meine, wir diskutieren ja den Wohnungsbau jetzt nicht nur auf so einer Pitchenebene, sondern wirklich auf ziemlich hohem Niveau. Wenn Ihnen aber der Städte- und Gemeindebund sozusagen nicht ausreichend ist, dann zitiere ich den VdW. Die Wirksamkeit und Effizienz von Fördermaßnahmen ist generell von der jeweiligen geltenden Förderkondition abhängig. Und Frau Ministerin, wenn Sie jetzt hier beziehen auf die Richtlinien liegen dem Hessischen Landtag nicht vor. Wir können das gerne auch so machen wie in Hamburg, dass solche Richtlinien oder Erlasse, auch wenn sie wichtig und von Bedeutung sind, im Landtag diskutiert werden und nicht nur in der Anhörung. Nur mal gerade dazu. Ich zitiere weiter. Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase stehen öffentliche Fördermittel in besonderem Maße in Konkurrenz zu den Darlehen des freien Kapitalmarktes. Wohnraumförderprogramme, die primär auf zinsverbilligte Darlehen abheben, sind derzeit unattraktiv, da die Unternehmen sich am freien Markt mit Darlehen nur zu minimal günstigeren Konditionen versorgen können. Aus diesem Grund plädiert der VdW Südwest für Modelle mit einer Zuschussförderung. Und wenn wir darauf rekurrieren, dass wir sagen, ein Teil der Übernahmen der Tilgung, wir haben es übrigens auf 1% Tilgung gerechnet, so sind wir auf die 10 Millionen € gekommen, das ist also nicht die vollständige Tilgung, dann ist das ein Einstieg in das, was hier gefordert wird, nämlich nicht nur die Übernahme der Zinsen, sondern in der Tat auch eines Teils dessen, was Kommunen investieren müssen, und das sind dann die Tilgungen. So viel noch einmal zur Begründung des Gesetzes, weil auf der fachlichen Ebene, glaube ich, musste das noch einmal klargestellt werden. Ich will noch die mir zur Verfügung stehende Zeit dahingehend aufladen, dass ich noch einmal ein paar andere Sachen ansprechen wollte. Unter anderem bitten Sie jetzt die Kommunen, mehr Flächen für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann es Ihnen nicht ersparen, wenn das Land Hessen solche Forderungen aufstellt und selber nicht willens und in der Lage ist, die eigenen Landesflächen zu Bodenwertpreisen zur Verfügung zu stellen,
dann ist natürlich eine solche Forderung an die Kommunen ein relativ stumpfes Schwert, Herr Kollege Boddenberg. Und auch Ihnen ist wahrscheinlich die Tatsache, und auch Ihnen ist wahrscheinlich der Sachtatbestand nicht entgangen, dass heute mit heutigem Datum der Deutsche Mieterbund Landesverband Hessen dieses Begehren der Landesregierung mit den Worten beantwortet hat, dafür muss das Land mit gutem Beispiel vorangehen und landeseigene Flächen bereitstellen. Wenn es sich das Land aber selbst so verhält wie ein ungewöhnlicher Immobilienspekulant, muss es sich nicht wundern, dass die Kommunen sich mit diesem Appell nur schwer tun. Aber Herr Boddenberg, ich meine, ich erfreue Sie ja immer wieder gerne. Und wenn Sie dann sozusagen noch eine weitere Freude von mir besorgt haben wollen, dann diese, dass es bei Ihnen wohl auch nicht so besonders gut ankommt, dass Ihr Kollege Herr Banzer demnächst einen Sternmarsch gegen Wohnungsbau in Frankfurt organisiert. Das ist ja nun wirklich die Nuss auf dem Pudding, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme gerne zum Schluss. Wir werden noch weitere interessante, hoffentlich fachlich qualifizierte Diskussionen zum Thema Wohnungsbau hier im Hessischen Landtag führen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Es ist dritte Lesung beantragt. Das heißt, wir überweisen den Gesetzentwurf in der Fassung Drucksache 6518 zu 6157 sowie den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 6535 aus 19 zur weiteren Beratung in den ULA.